erste Video wurde am Eriesee aufgenommen, als ein großes dunkles Objekt über ihm schwebte. Sieht man genau hin, erkennt man die Luft zwischen Wasseroberfläche und UFO. Zudem sieht man eine Spiegelung des Objekts auf der Oberfläche des Sees. Welche Form es hat, ist von der Betrachterposition leider nicht erkennbar, doch sollte es eine Zigarrenform haben oder eine runde Scheibe sein. Wir erkennen aber ganz eindeutig, dass die rechte Seite spitzer zuläuft als die linke, was auf eine Zigarrenform deutet. Das andere Video, etwas über eine Minute lang, wurde in Paris, Frankreich aufgenommen. Es zeigt eindeutig ein TR-3B-Raumschiff, die wir schon bei der UFO-Welle in Belgien sahen. Sie dauerte von 1989 bis 1992 und auch die belgische Luftwaffe war involviert. Die dreieckige Form mit den leuchtenden Ecken und einer großen Leuchte in der Mitte sind unverkennbar. Es ist nicht leicht, in unserer Gesellschaft so etwas zu zeigen, wenn die Masse unserer Mitmenschen dafür noch nicht bereit ist. Eine Erfahrung, die ich immer wieder machen muss, die aber scheinbar dazugehört. Verschwörungstheoretiker ist dann noch eine harmlose Beschimpfung. In einem der kommenden Tagesthemen geht es dann auch um das geheime Weltraumprogramm, von dem wir durch Corey Good erfuhren, der über viele Jahre Teil des Projektes war. Das Thema ist sehr spannend, passt es doch ganz genau in das Bild, dass man uns unserer wahren Geschichte beraubte und die Religionen uns degenerierten. Doch dazu andermal mehr. Nun wünsche ich euch neue Sichtweisen und Erkenntnisse bei den UFO-Sichtungen über dem Eriesee und über Paris, auch wenn das Video aus Paris schon
Thank you.